Ja, hallo, Servus und grüß euch. Herzlich willkommen, Resident Evil. Schlimmer als im Moment kann es gar nicht für uns laufen. Keine Munition, nur mit dem Messer bewaffnet. Auf der Seite lauert das Oberhaupt der Familie Baker. Da unten lauern diese komischen, naja, Tentakelmonster will ich nicht sagen, aber diese Schleimmonster. Und ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, sollen, können. Aber wir haben tatsächlich aktuell ein massives Problem. Da hinten tauchen zwei Monster auf, aber ich befürchte, da hinten gibt es noch viele Dinge, die wir holen müssen. Da ist der Workshop und der ist von der anderen Seite verschlossen, verdammt, das habe ich verdrängt. Wir müssen da rein. Na gut. Suicide Run. Bleibt uns nichts anderes übrig. Weil nämlich sobald wir da hier unten sind, tauchen diese Mistdinge auf. Ich kann nur laufen. Ich glaube, wenn ich in Bewegung bleibe, kann ich da eine Schau. Wow! Wow! Shit, 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 shit! Ganz ruhig. Vielleicht ist in dem Kasten was drinnen, was ich brauchen kann. Nein! Wäre zu schön gewesen. Mach die Tür zu. Mach die verdammte Tür zu. Okay. Flintenmunition. Wieso finden wir so viel Flintenmunition? Benötigen für die Flinte, für diejenigen, die die Folge vielleicht nicht gesehen haben, aber ihr könnt das auch gerne nachholen. Ich sollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein, 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 nein. Ich werde ihn finden und werde ihn leiden lassen. Und du, mein Freund. Wirst mir helfen. Oh mein Gott, wie sich der da oben verwandelt, vor unseren Augen. Finde, es ist keine gute Idee, hier stehen zu bleiben. Wir waren dem dritten Schlüsselteil so nahe. Und was auch spannend ist, wen meinte er mit ihr Vater sein? Mir? Ja, großartig. Wir können nur in die Richtung. Wenn er jetzt kommt, da oben steht schon wieder Shotgun-Munition. Wir haben die Shotgun nicht. War vielleicht ein entscheidender Fehler. Von mir. Ja, Flintenmunition. Ich habe keine Shotgun. Nur mit dem Messer. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Verdammt. Keinen einzigen Schuss. Keinen. Können wir die Kette nehmen? Wenn die schon so da hängt. Nee, können wir nicht. Wenn wir wenigstens Schießpulver finden würden. Hast du was für uns? Hammer-Deputy. Ah, das ist der Deputy gewesen. Oh Mann. Kann ich dich von deinem. Ah ja, stimmt.
Mit dem halben Kopf. Ja, Leute. Wird schwierig werden. Cool. Das geht auch zweihändig. Wusste ich bisher nicht. Naja dann. Wenn wir was finden würden, dass wir als Gegengewicht für die Shotgun einsetzen können, dann hätten wir zumindest ein paar Schuss auf Lager. Ich meine, wir wissen ja mittlerweile, das bringt genau nichts gegen... Naja, das war wahrscheinlich der Trigger für den nächsten Bossfight. Ja. Du kommst hier nicht raus! Okay, wir können die Dinger verwenden, um sie gegen ihn zu treten. Oh, das hat ja massive Auswirkungen, ha? Ich möchte ihn von der Kiste wegbekommen. Vielleicht ist dort die Munition drinnen, die uns den nötigen Zeitvorsprung verschafft. Wow! Kraut. Na, großartig. Wo ist er? No way. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Könnt ihr uns ja mal heilen? Ich bin überfordert. Würde mich wohler fühlen, könnte ich schießen. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Hol aus. Hol aus, so richtig schön. Ja, du solltest aber nicht mich treffen. Das ist gegen die Vereinbarung. Jetzt hol aus. Okay, seine Axt ist hin. Nein, das ist ganz und gar nicht groovy. Oh! Oh, was hat denn der? Der hat mich fucking gestört. Vielleicht kann ich ihn ja kämpfen. Also so. Yes, yes, yes. Hey, Moment. Irgendwie habe ich, glaube ich, was falsch gemacht. Ich hatte ihn fast.
oder? Oh, so alt weg! Ja, genau. Bitte nicht. Oh, jetzt ist es aber was. Was für ein Massaker. Aber ich meine, das muss doch jetzt mal schön langsam ein Ende haben mit uns. Ich meine, ich mache, glaube ich, irgendetwas falsch. Irgendwas muss dann doch zusätzlich passieren. Oh. Wow. Sorry Leute, ich bin hochkonzentriert. Das muss doch jetzt mal ein Ende haben. Das gibt's doch nicht. Jetzt. Oder? Du wirst hier sterben! Das gefällt mir schon. Aber vorher nehme ich dich mit. Ja. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Tu mir einen Gefallen und bleib tot. Ja. Das wäre sehr zuvorkommend. Oh Mann, ich bin fertig. Oh, richtig, da hinten noch irgendwas versteckt. Keine Ahnung. Der konnte das doch auch kaputt machen. Ich natürlich nicht. Okay. Aber ich denke, wir haben das jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das so überleben. Das war aber auch ziemlich hart für die Szene, muss ich zugeben. Nicht wirf das weg! Heb, komm. Heb auf. Heb auf. Oh, verdammt. Wir haben noch immer keine Munition. Finde ich da jetzt irgendetwas, das schwer genug ist, damit wir auf die Shotgun wechseln können? Nope. Ich befürchte ja, dass uns Deputy Vollhonk irgendwie auch noch erwarten wird. Der war zwar angekettet, aber... Ja... Das kann jetzt... Muss doch noch irgendetwas sein, irgendwas Wichtiges. Wie zum Beispiel eine Erste-Hilfe-Arznei. Okay, wir kombinieren mal. Zumindest zwei Erste-Hilfe-Arzneien, da wir hätten 15 Schuss und endlich den fehlenden Hundekopf. Wir bräuchten noch irgendetwas. Ich hätte gern die Shotgun, aber ich weiß nicht, wie wir die bekommen können. Wo geht's hier lang? Geht's hier wohl lang? Nee, hier geht's gar nicht lang. Kann ich eins von den beiden aufheben? Auch nicht. Okay, wir sehen noch mal ganz kurz. Heilen wollte ich nicht. Ah, Moment mal, da oben.
Da haben wir uns noch nicht vollständig umgesehen. Da ist ja unser Spezialfreund dazwischen kommen. Okay, aber jetzt sieht er doch zumindest leicht zerstört aus. Diese Schlangentür von der anderen Seite. Bitte lass da irgend... Nee. Und ich habe jetzt die einzigen Chemikalien für Erste Hilfe vermischt, oder? Ha! No. Kombinieren. Verbesserte Pistolenmunition. 10 Stück. Nice. Okay. Zwar nicht viel, aber ich fühle mich schon um einiges wohler jetzt. Ja, schade, dass ich den Schlüssel noch nicht gefunden habe. Aber wir können jetzt den Ausgang verwenden. Der, wo war denn der? Soll ich nochmal zum Deputy sehen? Befürchte er fast. Okay, der hängt noch da. Gut. Wir können... Moment mal. Ich würde jetzt wahnsinnig gerne noch lang genug überleben, dass ich abspeichern kann. Oder wir laufen. Wir laufen. War ja nicht das erste Mal, dass ich vor diesen Mistdingen davon gelaufen bin. In der Werkstatt. Moment mal, waren wir jetzt in der Werkstatt? Ich bin verwirrt, ich habe Angst, ich will heim. Okay. Gut, auf alle Fälle mal speichern gehen. Und... Ja, wir speichern mal und dann versuchen wir mal mit diesen drei Hundeköpfen das Haus zu verlassen. Beziehungsweise, ich würde ja gerne wissen, wo dieses TV-Gerät war. Ich kann schwören oder ich könnte schwören. So. Weißer Hundekopf. Flintenmunition haben wir ohne Ende. Moment, wir haben nochmal eine Chemikalie. Aber leider kein Schießpulver mehr. Wir könnten noch eine Erste-Hilfe-Dingens machen. Wollen wir das? Nein, wollen wir nicht. Na gut. Wenn euch dieses Massaker gefallen hat, lasst mal einen Daumen da. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.